Ja Leute, kurz eine kleine Anmerkung, bevor das Video beginnt. Und zwar hat sich bei mir in der Aufnahme bei den ersten 3 Minuten meine Audio ein bisschen in Kinos rein verschoben, weshalb ich diese 3 Minuten rauscutten musste. Sprich, wir starten gleich direkt in der Map und nicht wie in den beiden Maps davor, erst im Menü, wo wir die Charaktere auswählen. Und ja, ich bitte dies zu entschuldigen. Kann halt leider mal passieren. Allgemein sind auch, glaube ich, ein paar Bildlags entstanden, weil sich mein Laptop irgendwie, ja, komisch verhalten hat. Ich glaube, der ist mittlerweile am Eingehen. Sprich, ich glaube, es wird wirklich bald Zeit, dass ich mal wieder technisch aufrüste, aber ja, zumindest in dem Jahr müssen wir damit noch rauskommen, aber nur, dass ihr mal Bescheid wisst, dass es leider, ja, zu einem kleinen Zwischenfall in der Aufnahme kam. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Einen weiteren Superstar. Ist einer unter euch, der dazu das Zeug hat? Nein. Ich glaube es auch nicht. Spoiler, nein. Wie viel setzen wir jetzt schon? Welche PSC setzen wir? Also Passive Card, dass ein Com-Gegner gewinnt. Ich setze wohl 30. Ich setz 10, dass dieses Mal einer von uns gewinnt. Ich muss mich hier direkt um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Ja, wie immer, Cooper. Verpiss dich. Ich würde sagen, jetzt übergebe ich dann an dich, bezüglich des Brettes. Dann lade ich euch, ich eigentlich immer das Brett, na egal, dann lade ich euch ab jetzt wohl an. Auf diesem Brett, ja, ich kann nicht drücken, aber ja. Ja, 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 diesmal steuere ich nämlich. Prima, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Drück. Ja, habe ich ja schon. Die angezeigte Zahl reduziert sich, wenn jemand passiert. Worum geht es da wohl? Fragezeichen. Ja, Punkt, Fragezeichen, Rufzeichen, sowas. Über dem Brett schwimmt ein Satellit mit dem Aussehen von Bowser. Vorsicht. Ein Sniffit. Die Schalker-Polizei oder was? Sniffits sind das. Die Sniffit-Patrouille hat 2 Wachen, ob sie Verbrecher bekämpft? Hier passiert ständig Überraschendes, also immer schön auf der Hut sein. Das würfeln wir um die Zugreihenfolge und ich wette, ich bin nicht Erster. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen und ja, wir sind sogar Letzter, wir beide. Aber hey, komm, wir müssen den Com-Gegner auch eine Chance lassen, oder? Wir müssen den Com-Gegner eine Chance lassen? hat einer von uns jemals in diesem Spiel gewonnen? Psst, 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 psst. Vielleicht hat keiner die vorherigen Folgen gesehen. Auf gar keinen Fall. Alter, als letzter starten ist halt echt nicht so gut. Vor allem auf so einem Brett, da sind so viele unzählige Wege, da kann überall Scheiße auf dem Brett sein, was irgendwie alles verändert. So, da ist der erste Stern. Ist die Frage, wie läuft man am besten hin? Ja, deswegen sage ich ja, das hört sich mega kompliziert aus. Stimmt, Mario Party 2 hast du gesagt, hast du noch nie gespielt. Ich habe 1, 2, 3 noch nie gespielt. Ja, ja. Aber du sagst, es ist immer Zeit für ein Let's Play, vielleicht überlege ich das mit Jan gemeinsam. Ja, by the way, noch kurz, bei mir heute keine Facecam, weil Handy-Akku war alle. Sorry. Wow. Die das war ein lamer Grund eigentlich. Ja, die alte Facecam funkt nicht mehr. Oh Gott, erstes eigenes Feld jetzt schon. Oh, jetzt kommt ein Ding ins Feld. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da ist ein Rechtspfeil, die nach rechts zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas... Nee. Dunkelraumschiff? Space Taxi to the sky. Das war ein Space Taxi. Vor allem wie dieser... Wie dieser Steinblock da drin saß. Ja, ey. Das war Stefan Raab. Oh, das war Stefan Raab, der was da drin saß. Auf jeden Fall. In dem Steinblock, ey. So. Ich kriege einen Pilz. Glückwunsch. Und keine Münzen, das enttäuscht mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, man kann nicht alles haben, oder? Nein, anscheinend nicht. Eine 4, ist da nicht auch schon wieder ein Glücksfeld? War danach noch 1? Ja. Ja geil, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück. Ey, willst du keinen Pilz haben? Also das ist schon Luxus. Mhm. Nee, ich krieg 7 Münzen, damit bin ich auch zufrieden. Ich meine, da ich jetzt nicht dringend darauf wette, dass ich Erster werde, habe ich zumindest schon meinen Vorteil im Minispiel, dass ich vielleicht genug Münzen habe, wobei der Stern ist eh noch weit weg. Oh, Himmelsstürmer hatten wir schon. Erstes doppeltes Minispiel, glaube ich sogar. Wirklich? Ja. Ach, das. Dein Lieblingsspiel, wo du beim letzten Mal so richtig geflucht hast, weil du so weit hinten warst. Wie springt man denn nochmal? Ach so, mit A. Ja, wie du mit immer springst im Mario-Spiel. Ja, mit B springe ich immer.
Ich muss gucken, dass ich es diesmal besser mache. Es würde mir wünschen, wenn es hier ein Nachttheme gäbe, weil Nachttheme war im Mario Party 6 schon viel geiler hier bei dem Minispiel. Ob ich mich diesmal besser anstellen werde beim Minispielen? Ich glaube nicht. Ich auch nicht, ich fall komplett runter fast. Oh Gott. Jo. Der eine Cooper. Mann, bin ich zu dem. Nein, 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 nein. Ja, ich fall wieder. Oh Gott, Alter, war ich scheiße. Zweimal. Ja, ich auch. Ja, dritter, nur zweimal komplett wurde ich abgezogen gerade von diesen Coopers. Und jetzt habe ich trotzdem nur 19 Münzen. Mein Plan ging in die Hose. Ich wollte als erstes 20 Münzen haben. Wow. Ja, ist er zu? Hä? Oh ne, was ich kommt da? Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, die drücken. Ja, müssen die Winkel das. Die, okay. Die drücken halt so schnell, ich lese das gar nicht. Wir werden eh gleich sehen, was kommt. Ich werde alle Raser stellen, verlass dich auf mich. Ach so. Vielleicht dient das dazu, dass diese Jets dann nicht fahren können. Weil Raser halt. Du weißt schon, was Mario vorher ausgelöst hat. Ja, aber gilt das jetzt für alle oder nur, wenn Waluigi das auslöst? Ich glaube für alle. Weil dann würde ich dafür keinen Cent ausgeben. Du weißt ja, komm Gegner. Naja. Das, ja, ich möchte das nicht einsetzen. Sehe ich aus wie die Sniffet-Patrouille. Ach Bruder, eine 3, wirklich. Mhm. Ich rieche schon das 1 vs 3 Minispiel. Also ich rieche schon den Salz. Den Salz darf man nie vergessen. So. Das ist natürlich super. Echt, du kannst da oben. Okay. Nee, kann ich nicht. Und das ist natürlich. Du, genau auf der Feld der Kuba war gelandet. Das freut mich. Ich halte alle Münzen. Halt dein Maul. Wow. Das ist wie wenn ich einen Lotto 6er mit Nuller Jackpot erwisch. Das ist ein geiler Vergleich. Warum werde ich jetzt rot gemacht? Oh, musst du mit einem Handicap spielen. Hockey-Duell, das auch noch. Oh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist kacke, das Spiel. Oh, das sieht geil aus. Nee, das ist kacke. Das sieht richtig geil aus. Das ist wie Air-Hockey. Ja, aber das aber das wird immer schwieriger. Warum muss ich vorne stehen? Ich habe so eine Flachzange hinter mir. Das ist nicht gut. Ich liebe Air-Hockey. Hallo? Ich versuch's mal zu halten. Ja, bin ich gut? Nee, bin ich nicht! Ja! Geil! Ja. Torschuss des Jahres! Oh Gott, Alter. Super! Oh Gott! Ja, ein Tor! Ja, Alter! Okay, gerade haben wir Glück. Einmal oh mein noch. Gott, wie schnell... Oh, war weg da! Ja, das ist schwierig. Ich meine, ja, okay, gut. Okay. Drei Eigentore vor die Win, wie bei jedem Fußballmatch. So muss es sein. Wie haben wir da gewonnen gerade? Ich weiß es auch nicht. Es gibt keinen Grund, warum wir da gewonnen haben. Ja. Wir hatten einfach nur Glück. Ja. Ich hätte mir steinige Straße stand ja auch zur Auswahl. Ich hätte mir das gewünscht. Weil es ein Münzminispiel war oder was? Nee, das ist das, wo dich Daisy beim letzten Mal so abgefuckt hat. Ach das. Das mit den Steinen zertrümmern. Jetzt hätten wir ein bisschen genauer. Ja, aber da hätten wir wenigstens uns absprechen können. Da hätten wir keinen nervigen Kom-Gegner gehabt. Kommt jetzt auch auf die Koopa-Bank oder... Ah, Mario, freut mich. Wow. Doppel-Lotto-Sechster, warum nicht? Und das für ganze... Und wir kriegen ganze 0 Münzen. Alter. Könntest du nicht einfach einzahlen, dass wenn ich da gleich drauf komme, ein bisschen Glück habe? Genau, das ist der einzige Grund, warum wir genau drauf landen, damit wir dir nichts geben, wenn du drauf landest. Oh. Komm, gesell dich dazu. Ja, perfekt. Achso, nee, Blödsinn. Nee, ich muss zahlen. Du bist der Erste, der zahlt. Und du kommst gleich wieder auf ein Glücksfeld, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin halt so ein Glückskerl. Ich warne euch, Bonussterne. Wehe, es gibt nachher ein Glücksfeld. Bonusstern. Nice. Was ist daran nice? Den Pechwürfel. Du magst ihn? Ja. Der ist gut. Heilige Maria. So. Könnte ich. Oh, damn it. Warte mal, wo muss ich hin? Also, wenn du zum Stern willst, musst du, glaube ich, rechts.
35 bis zum Stern, 10 bis zum Stern, aber da, warte mal, hä? Achso, okay. Aber dann landest du auf dem roten Feld. Juckt nicht, ich habe eh genug. Außerdem, warte mal, 2 grüne Felder. Ja, viel Spaß. Ja, Mario und Luigi, ne? Dream Team. Und vielleicht. Bob-Abfahrt. Das hört sich nach einem Wintersport an. Kenn ich das? Nee, glaub nicht. War das nicht mal... Ja. Doch, das kenne ich doch. Das war doch in Mario Party DS, oder? Ich weiß halt nicht, ob du jemals aufgepasst hast, aber schau mal da oben hin. Aber Mario Party DS war es halt auch. Bobfahr, ich glaube du meinst das mit dem Schuh im Schnee, was in Mario Party war. Ja, das kann immer, sein. Wo du ja immer L und R drücken musstest. Das kann sein. Wo bin ich hingeflogen mit Lu? Aber kann beschleunigen. Tempo mindern, lenken, okay. Ah, das sehe ich auch erst jetzt, aber weißt du, da musst du. Ich bin gerade runtergesprungen mit ihm. Super Training. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Alter, das ist aber ein geiles Spiel, das sag ich dir jetzt schon. Und natürlich A-Smash nicht zu vergessen für den Start. Dammit, ich kann das nicht. Oh, Dito. Die Kurven darfst du auch nicht scharf nehmen, ne? Musst du, glaube ich, weil jetzt kommt dann der Abgrund. So, weiter. Abbremsen? Ich bin daneben von dem Turbofeld, kacke! Ihr habt das wenigstens mitgenommen, Glückwunsch. Ja, super. Ja, okay, wenn man es so gegen die Wand verwendet, dann ist natürlich... Ah, komm, da ist ein Turbofeld, komm, schnell. Ich hoffe, da kommt kein Abgrund mehr, sonst hasse ich dieses Spiel abgrundtief. Können wir nicht einfach Mario Kart spielen? Oh Gott, nee. Waluigi, rüber, wir müssen jetzt gegen die Wand fahren. Es geht nicht anders, weil da ist Abgrund. Abgrund hasse ich abgrundtief, lol. Wow. War gut, oder? Schön. Also, so langsam komme ich rein. Ich nicht. Ist das Ziel? Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Ziel da hoffentlich. Vielen Dank. Oh Mann. Sorry, wir waren beide richtig schlecht, das muss man so sagen. Das stimmt. Es gibt bestimmt Leute, die hätten das in 40 Sekunden geschafft. Locker auch noch. Ich will gar nicht wissen, was der Weltrekord da ist. Höher ist das, was wir gemacht haben. Das... Niedriger wahrscheinlich, niedriger. Ja, weißt du, wie ich meine, besser auf alle Fälle. Das... ja. Er nimmt seinen Doppelwürfel und macht natürlich einen Pasch. Das ist schon der erste Ansatz zum Betrug von Waluigi. Ne, ich spiele mit Waluigi, was erwartest du auch anderes? Ich bin froh, dass der Glücksspiel-Aspirant nicht von dem Kong-Gegner gesteuert wird. Du weißt, wie ich meine. Nein. Oh Gott. Luigi. Bin ich ja. Ja, ich bin froh, dass der nicht von dem Kong-Gegner gesteuert wird. Der Glücksspiel-Aspirant, so wie er heißt bei mir. Warum nicht zu in den Glücksspiel-Aspirant? Gut, da deiner Mario Party 5 nicht gesehen, dann wüsstest du es. Natürlich habe ich Mario Party 5 nicht gesehen. Was erwartest du denn von mir? Mehr als das. Was ist das da für eine Fläche überhaupt? Mit der 5? Kommt da irgendwas? Ja, also das zählt ja runter bis 0. Also bis 1 oder 0 oder keine Ahnung. Mhm. Und dann passiert irgendwas. Ja, das hätte ich jetzt auch erwartet. Das wurde ja vorgelesen, Freunde. Ne? Das hätte mir jetzt ein Idiot auch sagen können. Dass da was passiert. Warum gehst du runter? Also hast du schon abgefunden, dass du den Stern nicht kriegst? Den krieg ich sowieso nicht. Vor allem erstmal krieg ich keine Münzen dafür. Und du hast den zweiten Pechwürfel. Noch ein Pechwürfel einfach. Du hast Glück heute wirklich. Also ganz ehrlich, weißt du, der Preis von Bowser, der war ja im letzten Brett komplett unnötig. Du kriegst sie auch so. Auf jeden Fall. Und eine 6. Gut, ich bin der Erste, was über den Scheiß da drüber läuft. 3 bis zum Stern. Also, in die Richtung gehen. 3 bis zum Stern. Oh! Ja, okay. Das ist aber scheiße, weil das heißt, jetzt habe ich eins. Deswegen laufe ich da nicht lang. Jetzt habe ich eins zu wenig gewürfelt, nämlich. Das ist mega belastend gerade, weil jetzt kann Mario nachher mit seinem Glückszahl würfeln. Bum, Bowser. Nein, ist das, was ich glaube? Ja, das einzige Glücksspiel im kompletten Kack. Das einzige. Bin ich alleine gegen euch oder was? Nee, das ist ein Glücksspiel. Du musst einen Hebel drücken und wenn du Pech hast, ist es der falsche und du gehst in die Luft. Und wie viele sind richtig und wie viele sind falsch? Einer ist falsch, 4 sind richtig. Je nachdem. Okay. Und wenn einer rausfliegt, dann wird ein Hebel weniger. Ist auch wieder einer falsch und die anderen richtig. Das ist ein reines Glücksspiel.
Und das heißt... Gewinnt dann nur alle... Also gewinnt, verliert dann nur einer und der Rest gewinnt, oder was? Es gewinnt nur einer. Wenn alle Hebel betätigt worden sind und der falsche nicht, dann kommt eine neue Reihe. Und das geht so lang weiter. Glückwunsch, du bist draußen. Du hast den falschen erwischt. Ich wollte eigentlich sagen... Ich wusste es doch. Eigentlich war das ein fixer Lose für mich, aber okay. Er ist auch falsch! Als ob! Geil, das heißt, ich bin schon mal Zweiter mit nichts tun, das freut mich. Gut, war Luigi. Warum durfte ich eigentlich vorhin anfangen mit... Ich weiß es okay. Nicht, das ist... Boah, grün war schon mal falsch, das ist sicher nochmal der Fall. Ich nehme gelb. Oh, Glück gehabt. Puh. Ich wollte schon sagen, als ob mal Luigi jetzt mit nichts tun gewinnt. Weil wir uns alle gegenseitig raushauen. Als ob ich ein Glücksspiel gewinne! Leben wir hier gerade in einer Parallelwelt? Als ob ich ein Glücksspiel gewinne! Was ist das denn? LOL, das ist gut sogar, weil Mario hat jetzt nicht genug Münzen. Perfekt, das heißt, der sterben müsste. Nee, scheiße, weil ich finde das mega unfair. Nur weil ich angefangen bin, habe ich keine Münzen bekommen. Die anderen sind auch alle in der ersten Runde rausgeflogen. Waluigi, und Waluigi. Die haben Münzen bekommen. Ja! Der Stern gehört mir! Weil Mario hat nicht genug Münzen. Perfekt. Yes! Das ist schon mal gut. Ja, nimm deinen Glückstabwürfel. Juckt mich nicht. Warte, du hast jetzt irgendeine Scheiße vor. Du hast eine Scheiße vor, oder? Komm. Bitte, hab ne Scheiße vor. Boah, mich würde mega interessieren, was passiert, wenn das auf 0 ist. Wahrscheinlich kommt irgendetwas und alle haben wieder 0 Sterne und 0 Münzen. Ne, Spaß. Oh, das wär's. Das wär mega Trigger. Itemladen, okay, da ist der. Der ist auch da in der Nähe, perfekt. 7 Münzen, das ist... ein Warpwürfel. Guck mal, da steht sogar zufällig dran. Alter, das ist nicht zufällig. Man kann aussuchen, mit wem man tauscht. Das ging mir beim letzten Mal schon auf den Sack. Ah ja, stimmt, das steht ja zufällig dort, oder? Das steht wirklich zufällig. Ich habe tatsächlich nochmal in der Aufnahme nachgeguckt, weil ich finde das Betrug. Ich konnte mir ja aussuchen, mit wem ich tauschen wollte. Das steht wirklich zufällig. Willst du jetzt ernsthaft? Ich muss den loswerden. Ja, setz dich auf mich ein, ist mir eigentlich egal. Ich habe Zufall ausgewählt, Markus. Ja, wie immer, ich kenne dich ja. Ich habe Zufall ausgewählt. Ja, passt schon. Ich hätte jetzt erwartet, dass du auf dich und wenn du so mit auf den Bowser kommst. Was wird nicht denn auf dem Bowser? Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt gerade... Erwische ich auch so. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade gefährlich werden könnte. Mit einem Mischer, weißt du, dass Plätze getauscht werden. Gut, ich merke mir gleich wieder die Preise, aber das ist ja sowieso... Münzpreise sind ja sowieso egal. Weil hast du fast immer genug. Wobei, wir wissen es ja. Kino ist da so eine Ausnahme. Der hat gerne mal... Ich sowieso nicht, weil ich nie genug Münzen habe, aber... Ja, du hast nie genug Münzen. Das ist jetzt schon Nummer 7, jetzt 10 wieder, okay. Du hast dein Startkapital jetzt innerhalb von 5 Runden wieder eingebracht. Herzlichen Glückwunsch. Dafür, dass ich in den Minispielen so schlecht bin und an sich auch richtig wenig Münzen habe, den ganzen Spiel bin ich noch nicht letzter geworden. Aber da bin ich noch ein bisschen stolz auf mich. Gut, ich hole mir jetzt erstmal mein erstes Sternchen. Mal gucken, ob vielleicht sogar der Stern jetzt bei dir am Weg ist. Komm, bitte lass ihn auf dem Feld sein, wo jetzt Kino steht. Es wäre geil. Weil ich nicht genug Münzen habe, oder was? Nee, aber dann musst du eine komplette Runde laufen. Oh. Okay, nee, der ist auf einem Weg. Ist ein schönes Stückchen, aber der ist auf einem Weg. Vor allem, du bist näher. Oder nee, gar nicht. Wo bin ich denn näher? Ich hab grad gedacht, du bist ganz woanders. Ich komm zu dir sogar. Geil. Ja, Geld reicht ja. Sparen wir gleich direkt auf den nächsten Stern hin. Da vorne ist wieder diese Sniffelpolizei. Ich bin gespannt, ob da irgendwas kommt. Münzen mal 2, das ist ein wichtiges Spiel. Also ich muss sagen, sehr gefällt mir die Map. Ja, bis jetzt ist sie ganz gut. Vielleicht zu viele Wege. Kanoneninsel, das ist das, was du so mochtest, glaube ich, oder? Ja, das ist das, wo beim letzten Mal... Ach, da war ich so gut drin, ne? Ja, das ist übrigens, ich habe da was rausgefunden. Ich habe gesehen, bei dir, bei deiner Facecam, du bist weggegangen. Die Kanonenkugel können dich rausboxen, aber wenn du springst, dann beim Einschlag, dann wirst du nicht paralysiert. Okay. Also immer wenn die Kugel landet und du springst, also bist in der Luft, ja, dann wirst du nicht paralysiert. Wenn du getroffen wirst, direkt bist du am Arsch.
Das habe ich beim letzten Mal rausgefunden, weil da habe ich das Spiel sogar gewonnen. Nee, die Kugel. Obwohl du noch gesagt hast, dass du das auf gar keinen Fall gewinnen wirst, glaube ich. Ja, habe ich sogar. Die Spiele hast du dann immer gewonnen. Oh Gott. Nein, 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 nein! Doch, doch, doch! Oh, oh, oh! Alter, wie oft will der noch auf mich drauf hüpfen? Ich weiß es nicht! Als ob wir alle gewinnen, komm! Ja! Lol, wir haben alle gewonnen einfach. Wir kriegen alle 20 Münzen wahrscheinlich tatsächlich. Wir haben alle überlebt. Wie lame ist das denn? Perfekt, einfach ein Münzjoker. Wer braucht denn schon die Cooper? Wir kriegen einfach 80 Münzen ausgezahlt gesamt. Ach, Bruder. 80 Münzen zu verballern, das freut mich ja weh. Da ist ein Buhu in der Nähe, leck mich. Das ist nicht gut. Du weißt schon, wo der Buhu ist? Ich habe ihn schon gesehen auf der Karte. Und da kann Mario hingehen, wobei er kann sich nicht leisten, du auch nicht zum Glück. Aber der war Luigi und der kommt auf mein eigenes Feld, oh Gott. Ich hab noch Papierkram zu erledigen. Mhm. Oh! Da kommt Stefan Raab wieder. Mit seinem Tisch aus TV Total, oder was? Richtig. Stell dir das einfach bildlich mal vor, auf der Mario Party Map. Oh, der befüllt hoch. Ah, okay, nee, das ist abgesperrt, der Weg. Ja gut, dann passt die. Brett ansehen, so. Wo komme ich denn drauf? Das Brett ist sehr groß. Habe ich mittlerweile festgestellt. Da komme ich drauf. Ah ja. 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 Ich glaube, auf so einem Brett wären 50er an Runden ganz nice. Würde ich jetzt meinen. So ein Fuffi an Runden? Ach nein. Das hättest du schon früher gebraucht, mal auf einer vergangenen Map. Achso, bist gar nicht drauf gelandet. Hoppala. Ah ja, du hast es doch eins. Nein. Hast sogar 6 Münzen zahlen müssen. Du bist echt gut. Ja. So, ich muss auch kurz mal aufs Brettchen gucken. Dabei hatte ich gerade 20 Münzen, Alter. Ich fühlte mich so selbstsicher. Ach, da brauchst du einen Schlüssel, damit du durchkommst. Okay, das heißt, es ist schon mal gut. Soll ich? Ich habe auf der Karte angesehen. Ich habe 42, ja komm, ich gönn mir jetzt einfach, ich will den nächsten Stern haben. Das heißt, ich muss jetzt nur gut würfeln. Wetten, ich würfle jetzt so scheiße, dass ich unter 10 bin. Damit fängt's an. Ja, schon verkackt. Ja. Aber immerhin, okay, immerhin das letzte. Immerhin eine 10. Ich will ja. Jagen wir Raser. Ich weiß jetzt, was ist. Warte mal. Ich zahle das jetzt kurz, glaube ich. Oder klappt das jetzt, was ich glaube? Das hätte man doch vielleicht ein bisschen besser erklären können. Ja, ich verstehe. Achso, ich hätte jetzt nämlich gedacht, der jagt dich bis zum Ende der Map, dass du am Stern vorbeiläufst. Aber anscheinend ja nicht. Oh, dammit. Ach nee. Yay, zurück. Ja, jetzt ist das... Oh, geil. Warte mal. Wo laufen wir denn, ey? Scheiße, ich hab verkackt, glaube ich. Ich hätte das nicht aktivieren sollen. Du hast uns ans Ende gebracht. Wir sind jetzt aber am anderen Arsch der Welt. Und wir sind jetzt wieder im Team auch. Das Rasen hat uns mehr Probleme gemacht. Das war die, als alles andere. Das war eine geile Geschichte. Achso, du musst den Kuchen nehmen und ich die Erdbeere. Du bist super. Kino. Hä? Nehmen, früher drücken. Mach ich doch. Ach, so früh muss man das drücken. Was ist das denn für eine Dämie? Ja, und da musst du mit A nochmal den Ding... Ja, scheiße, das muss ich selber mal... Oh Gott, das wird lustig, das Spiel. Alter, wie früh muss man denn drücken? Sehr früh, du musst früher drücken, ja. Gut, dann verstehe ich schon. Und es wird immer schneller. Oh Gott, das Spiel verkacken wir. Ich übe schon mal. Ja, Start ist eh egal, das verlieren wir eh. Ach, Mann. Was ist das für ein Spiel? Eins, wo anscheinend Timing wichtig ist. Jetzt am Anfang gleich nehmen. Du hin, ich hin. Next one. Und dann immer gleich A drücken. Na, geht doch, Kino. Ich hätte meine Schnauze halten sollen. Also ich habe jetzt bis jetzt noch kein... Alter, dass wenn man den nicht kriegt, so eine Auszeit hat, ist so beschissen. Ich hab mir doch locker gegriffen.
Ich habe keinen einzigen Fehlgriff, glaube ich, gemacht. Oder einmal, glaube ich, kurz, aber sonst keinen. Oh, Mann.